Euer Gehirn wurde gehackt. Täglich, vollkommen bewusst, systematisch, programmatisch, zielgerichtet, suggestiv herbeimanipulieren, herbeiprovozieren, herbeihetzen, herbeierpressen, herbeiquälen. Diese Masse versteht das echte. Okay. Auch der Mordanschlag auf den Ex-Präsidenten Donald Trump von den US-Medien herbeisuggeriert werden soll. Wow, wo sind wir hier gelandet? Viele von den Sachen, die wir so als Mainstream annehmen, einfach definitiv Dinge in uns auslösen, die dazu führen, dass wir Dinge tun, die wir normalerweise nicht tun würden. Und weil das so ist, weil sie das nicht bemerken können, können sie natürlich auch das Manipulationsprogramm der Medien in keiner Weise durch. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt, euer Gehirn wurde gehackt. Hack it out, man, Alter. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet, aber der Titel war interessant. Das Video hat nur ganz wenig Aufrufe, 800, um ehrlich zu sein, und 100 Daumen nach oben. Aber das hat noch nichts zu heißen. Ich glaube, es wird trotzdem spannend. Gucken wir mal, was hier passiert. Ich liebe euch auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Gehirn it out, man, Alter. Und los. So, guck mal, wenn ich das Bild schon sehe, dann weiß ich, dass wir richtig sind. 9-11 Fake, Pyramide mit Auge, Aluhut, Chemtrails, 5G. So. Wenn der Lovelock sowas sieht, dann weiß er, okay, hier bist du richtig, Bro. Das ist er. Das ist er. Um das tatsächliche Manipulations- und Machtsystem in der Tiefe zu erkennen und zu verstehen, was heute tatsächlich nicht einmal die große Masse der Wahrheitssucher und Verschwörungstheoretiker tun, ist jetzt erst einmal zumindest dieses Video nötig. Wovon spreche ich gerade? Okay. Was wollen selbst heute noch nicht einmal die besonders gut informierten Wahrheitssucher verstehen und glauben? Zum Beispiel können und wollen sie nicht glauben, dass diese sehr liebe TV-Moderatorin Marie hier im TV sich das Weinen kaum verkneifen kann, weil es sie so sehr traurig macht, was andere böse Menschen anderen Menschen antun. Während sie selbst und ihre Kollegen die bösartigsten Handlungen, Straftaten, Anschläge, Amokläufe und andere Gräueltaten täglich vollkommen bewusst, systematisch, programmatisch, zielgerichtet, suggestiv herbeimanipulieren, herbeiprovozieren, herbei hetzen, herbei erpressen, herbei quälen. Diese Masse versteht das echte. Okay. Psychologische Manipulationsprogramm der Medien und somit das wirkliche Machtzentrum der Welt in keiner Weise. Sie können auch leider immer noch nicht verstehen, wie im Detail beispielsweise somit auch der Mordanschlag auf den Ex-Präsidenten Donald Trump von den US-Medien herbeisuggeriert werden soll. Wow. Wo sind wir hier gelandet? Selbst die Masse der Wahrheitssucher kann nicht aus ihrem Schneckenhaus herausblicken. Immer wieder glauben sie, längst zu verstehen und somit können sie das... Das mache ich aber auch gerne, Digga. Das sind die Tate-Hands, Bro. Kennst du? Tate hat doch immer diese gemacht, wenn er sich eingeloggt hat, so. Lock it in, man, Alter. Da bin ich mir jetzt auch nicht, also weißt du, mit diesen Händen und so, weiß ich nicht. Das ist mir dann zu tief, wenn Leute so sagen, ey, Digga, der hat seine Hände so gehabt. Ich mache zum Beispiel beim Intro immer Dendo. Wenn ich den Titel vorlese, euer Gehirn wurde gehackt. So. Ich mach das einfach. Das ist einfach so meine Gestik so. Und da haben auch Leute in den Kommentaren schon geschrieben, der macht immer diese Illuminati-Zeichen im Intro. Merkel-Raute. Ah jo, Merkel hat schon vor Tate gemacht. Nee, Merkel hat aber Dendo gemacht. Die hat schon richtig Dreieck rausgehauen. Tate hat diese mit Finger gemacht. So. Deshalb nicht über ihren eigenen Schatten springen, um etwas Neues auf einer tieferen Ebene zu erkennen oder um in eine andere Manipulationsdimension zu sehen. So dass für all diese Menschen all das, was ich immer wieder in meinen Videos erkläre, irrtümlicherweise nur so aussieht oder nur so gesehen wird, wie das, was sie bisher nur verstanden und gesehen haben. Deshalb können sie auch nicht sehen und verstehen, wie die Medien suggestiv, und ich betone das Zauberwort suggestiv und somit natürlich auch manipulativ, einzelne Bürger bzw. Zuschauer dazu bringen, Messerangriffe oder allgemein Gewalttaten und unterschiedlichste Mordanschläge auszuführen. Boah, das ist hart, Bro. Jetzt sind wir mies in der Schwurbelei drin, Freunde. Also er sagt quasi, dass die mit den Zeichen und mit diesen Vibes, die über Internet und Fernsehen rübergegeben werden, Leute dazu inspirieren oder animieren, böse Sachen zu tun. Also auf einer gewissen Ebene würde ich ihm auf jeden Fall zustimmen, bei dem, was er bis jetzt gesagt hat. So, hat ja auch gut zum Video davor gepasst.
wie wir uns natürlich von diesen Medien blenden lassen und wie die Leute, die uns diese Medien präsentieren, auch selber extreme Heuchler sind, weil die weinen, wenn die weinen sollen, und wenn die nicht weinen sollen, weinen die nicht, um uns selber zu emotionalisieren, um diese Emotionen rüberzugeben und unsere Gedanken und Emotionen im Endeffekt damit auch zu steuern, so, weißt du? Und ich würde sogar mitgehen, zu sagen, dass viel von dieser Musik, also viele von den Sachen, die wir so als Mainstream annehmen, einfach definitiv Dinge in uns auslösen, die dazu führen, dass wir Dinge tun, die wir normalerweise nicht tun würden. So, zum Beispiel auch Musikindustrie. Also dieses ganze Drill-Music, es wurde auch bewiesen, dass diese Drill-Music zum Beispiel eine Frequenz hat, die sehr niedrig ist, so. Und die schon dämonisch fast ist, so, weißt du? Und da auch die Messages, die immer mehr in Musik auch Einzug nehmen, definitiv auch einen negativen Effekt auf die Kids hat, vor allen Dingen. Und auf das Verhalten von den Menschen generell, so, weißt du? Ich weiß halt nicht, ob wenn ein Bruder mal eine Raute macht oder so, oder mal Dendo macht oder irgendwas so von diesen Zeichen macht oder das, was der da gesagt hat, ob das alleine schon auslösen kann, dass irgendein anderer Cousin dann jemanden absticht, so, weißt du? Das ist schon, ich finde, da muss man ein bisschen differenziert, weil sonst wirkt das auch nicht mehr logisch, sondern crazy irgendwie, weißt du? Um auf solche böse Handlungen aufbauend einzelne Menschen sowie die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen und somit auch die gesamte Gesellschaft von innen heraus gegeneinander aufhetzen. Alle und sich gegenseitig bekämpfen. Die einen werden das jetzt wieder für kompletten Unsinn halten und die anderen glauben wieder selbstverständlich zu verstehen, was ich hier gerade angesprochen habe. Nee, also da bin ich auch überzeugt von. Das habe ich ja auch in voll vielen Videos schon selber gesagt, ne? Sorry fürs so oft Stopp machen, aber das muss ich dann sagen, weil er redet ja mit mir quasi. So, dass ich auch der Meinung bin, dass diese ganzen Spaltungsmechanismen bewusst installiert werden, damit wir nicht zusammenkommen und realisieren, dass es Menschen da oben gibt, die uns die ganze Zeit kontrollieren und steuern. So. Unser Gehirn ist so komplex, dass es beliebig viele Einfallstore für ein Hacking, wie beim Rechner. Bester Mann, Digga, Maus fällt den Innenmann, Alter. Gibt, wo sie sozusagen in unsere Prozesse der Urteilsbildung von außen eingreifen können, um die zu manipulieren. Ich spreche hier und in meinen anderen Videos nicht von der normalen Hetze, nicht von der normalen Manipulation, sondern von dem vor allem suggerierten Erzeugen von Stress bis hin zum tatsächlichen Serien- und Massenmord. In diesem Moment noch für alle vollkommen undenkbar, weil die Systematik dahinter immer noch unbekannt ist, die aber mit diesem Video jetzt verstanden werden kann. Denn weil es immer noch nicht von der Masse verstanden wird, wird... Bro, der sagt, dass dieser Markus Lanz und so, wie der redet und die Handbewegungen und so, dazu Leute animiert, aggressiv zu sein. Das ist crazy, Bro. Die gesamte weltweite Krise wird der wahre Grund für den Russland-Ukraine-Krieg, wie das Tolerieren oder das Unterstützen anderer Kriege, so wie derzeit auch der drohende Dritte Weltkrieg, nicht verstanden. Bruder, ich finde das, sorry, das, was er sagt, ne, würde ich ihm bis jetzt fast zu 100% unterschreiben. Das, was er einblendet, ist für mich ein bisschen weird, Bro. Da will ich nochmal hören, was er dazu, also hoffentlich sagt er nochmal was dazu. So wenig wie der Rest des gesamten manipulativen Systems. Bitte lasst mich zu Beginn noch etwas sagen. Ich bitte um ein wenig Geduld, bevor wir zu dem Wichtigen kommen. Auch das, was ich hier gerade zu erklären versuche, ist wichtig, wird aber nur nicht so gesehen. Denn es reicht schon aus, die Masse, inklusive der Masse der Wahrheitssucher, als immer noch vollkommen unwissend zu benennen. Wie gerade jetzt in diesem Video. Weil sich bereits sehr viele Gehirne schon deshalb nur verschließen, weil viele Zuschauer nur deshalb schon blind und taub werden, weil ich sie als ahnungslos oder unwissend benenne. Ist so? Ich nicht, Bro. Ich glaube, viele sind schon blind und taub geworden, als sie dein Titelbild am Anfang gesehen haben mit dem Aluhut und so. Und unten rechts jetzt hier Baphomet. Und diese Handzeichen und so. Niemand, der so etwas so wie ich behauptet, der kann entweder nicht ganz klar im Denken sein oder ihn muss eine große Überheblichkeit und Arroganz plagen. Noch einmal, genau das ist der Grund, warum die große Masse niemals tiefer blicken kann. Warum die große Masse nie... Der Cousin hat einen Fingerfetisch, glaube ich, ne? ...als tiefer denken wird. Und auch das ist wiederum der Grund dafür, warum sich die große Masse immer noch unbemerkt manipulieren, gehirnwaschen und gegenseitig aufhetzen lässt. Sie können nicht wahrnehmen, was mit ihrer Psyche getan wird und was ständig, täglich, neu mit ihrer Psyche passiert. Was will heute noch nicht einmal die große Masse der Wahrheitssucher verstehen? Sie wollen nicht verstehen, wie sie selbst gespalten werden, wie sie sich selbst spalten lassen und wie sie selbst spalten. Und sie wollen nicht verstehen, wie man ihnen Gedanken in den Kopf bringt, sodass sie glauben, es wären ihre eigenen Gedanken, denen... Ist so, aber ich weiß nicht, was das mit den Fingern zu tun hat, Bro. Ich finde, der hat sich ein bisschen zu viel auf die Finger konzentriert, der Cousin. So, weil das, was er sagt, stimmt. Aber nimm doch vernünftige Beispiele so. Blend doch Sachen ein, die auch wirklich Sinn machen, weißt du?
diese Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir uns wieder spalten lassen. Es sind nicht die Finger, die die Moderatoren da machen, sondern es sind die Sachen, die die erzählen. Die Messages, die Themen, auf die die uns aufmerksam machen. Das, wo gerade jeder drüber reden soll. Neue Partei, Trump, AfD, nicht AfD. Diese ganzen Themen sind halt die Sachen, die uns gerade aktuell spalten. Und nicht die Finger von irgendeinem Moderator, weißt du? Die Folgen, die sie verteidigen und beschützen gegen all die anderen Gedanken der anderen Menschen, die auch nicht verstehen und bemerken konnten, dass ihnen ihre Gedanken nur untergeschoben wurden, so dass auch sie glauben, es wären ihre eigenen Gedanken. Und weil das so ist, weil sie das nicht bemerken können, können sie natürlich auch das Manipulationsprogramm der Medien in keiner Weise durch. Das wirkliche Manipulationsprogramm der Medien, die wirkliche Manipulationsform, die der wahre Schlüssel zu allen Gehirnen und Gedanken aller Menschen auf diesem Planeten. Auch zu den Gehirnen der Zuschauer, die gar kein TV haben oder kein TV mehr schauen. Stattdessen gibt es sogar noch viele Wahrheitssucher, die tatsächlich immer noch auf dem Standpunkt sind, dass sie oder dass wir nur etwas ändern können, wenn wir dem Machtsystem wie der Politik und den Medien die Aufmerksamkeit entziehen. Sie glauben tatsächlich, alles wird besser, wenn man ihnen somit die Kraft nimmt oder ihnen keine weitere Kraft gibt. Auch alleine so. Paar Sachen waren kurz suspicious, Digga, kurz. Aber den mache ich auch, den hier. Den mache ich auch, Bro, sorry. Was ist für viele der Grund dafür, nichts anderes mehr verstehen zu wollen, weil sie auch nichts anderes mehr. Der ist schon Ding. Den mache ich nicht zufälligerweise aus Versehen so. Ich mach den nicht mal jetzt. Ich will den nicht mal nachmachen, weil den will ich nicht machen, weil der ist nicht gut für uns, weißt du? Den machen die schon komisch oft, Digga. Den machst du auch nicht aus Versehen, oder? Sei ehrlich, Digga. Machst du den aus Versehen? Verstehen können. Denn wie soll man anderes verstehen oder verstehen wollen, wenn man fest von seinem oder von. Chat, macht man den aus Versehen? Eins in den Chat. Wenn man den nicht aus Versehen macht, zwei in den Chat. Den machst du nicht so oft, ne? Vor allen Dingen auch nicht hintereinander so. Machst du den nicht aus? Also ich mach den nicht aus Versehen. Hab ich noch nie in einem Video, ist mir noch nie aufgefallen, dass ich den gemacht habe. Und ich mach sehr viele Videos. Und rede auch und so. Und den Do mach ich auch, aber den mach ich nicht. Einem Standpunkt überzeugt ist. Da reicht zum Beispiel schon irgendeine Behauptung, zum Beispiel auch in einem meiner Videos, die solchen Menschen nicht passen, so dass sie dann noch all das darauf folgende von so einer Person als unklug, unbedeutend, weniger wichtig oder komplett unwichtig sehen. Die Masse hat absolut nichts wirklich verstanden. Und viele Zuschauer haben auch jetzt schon wieder nur damit zu kämpfen, was ich für ein arroganter, herabsetzender Videomacher bin, der seine Zuschauer beleidigt oder ähnliches. Da ist nichts, Bro, da ist nichts. Da ist nichts. Also der hätte sich ein bisschen. Ich finde, der hätte das Video geiler gestalten können, wenn er so ein paar Sachen eingeblendet hätte mit Fingern so und den Rest vielleicht gebackt hätte mit irgendwelchen anderen Sachen und nicht mit Fingern. Denn so etwas darf man natürlich nicht sagen, weil das natürlich nicht wahr ist und nicht wahr sein kann. Guck mal, der Digga, der ist ja krass, Alter, ich schwör's dir. Guck mal. Guck mal, Bro. Ich wette mit dir, das Video hätte auch viel mehr Leute erreicht, wenn er vielleicht andere Sachen eingeblendet hätte. So. Safe. Die diese Zuschauer ganz fest und ganz sicher wissen. Weil das Gesagte, bei dem Gesagten, glaube ich, bin ich 99% bei ihm. Wenn, dann darf man das nur über die anderen sagen, weil es bei den anderen stimmt. So dass zum Beispiel auch nur deshalb schon all das andere, was ich sage, nicht mehr wahr oder nicht mehr von Bedeutung sein kann. Man kann es getrost ausblenden und ignorieren. Da war das wieder, ne? Oder nicht mehr von Honey-Vibes, man. Bedeutung sein kann. Man kann es getrost ausblenden und ignorieren oder sogar belächeln. Und dabei ist es völlig gleich, auf welche Art man es diesen Zuschauern erklären will oder bereits erklärt hat. Sie sind schlicht nicht in der Lage zu verstehen. Und die jetzt noch einzige und letzte Möglichkeit, das zu ändern, ist es, all diesen Zuschauern das noch einmal direkt zu sagen, um ihnen auch dazu noch ein wenig zu erklären, damit zumindest dann
Bro, jeden Sinn? Direkt zu sagen, um ihn auch dazu. Kein Zufall, die Hörner. Kein Zufall, meinst du das Bild eben, wo die da vor dem Schloss stand, Bro? Bro. Nun noch ein wenig zu erklären, damit zumindest dann ein paar mehr Zuschauer hängen bleiben und in dem, was ich sage, nicht nur Überheblichkeit und Arroganz sehen. Deswegen kann ich jedem Zuschauer jetzt sagen oder anbieten, wer das wirkliche System verstehen will, muss jetzt unbedingt erst einmal eine Erklärung zu dem Begriff oder zu dem psychologischen Mechanismus, den Bestätigungsfehler, durchhalten. All das, was ich nun zu Beginn erklären werde, scheint es auch noch so unbedeutend oder als wenn ich nur am Schwurbeln bin. All das, was jetzt erst einmal folgt, ist das Minimum, um das wirkliche Manipulationsprogramm und um das wirkliche Machtzentrum der Welt zu verstehen. Denn zum Beispiel hat ein Papst oder ein Präsident Biden oder ein möglicher zukünftiger Ex-Präsident wie Donald Trump keine Macht, wenn es das wirkliche Machtsystem nicht will. Und mit diesem wirklichen Machtsystem meine ich keine Illuminaten, keine Freimaurer, keine Zionisten, keine Satanisten, keine Bilderberger, kein alter Blutadel, keine Endzeitsekten und nichts von den bisherigen Verschwörungstheorien. Sondern? Das, was von vielen als klares Wissen gesehen wird. Ich spreche hier von dem wirklichen Machtsystem, vor allem von den Medien. Auch dann, wenn das für manchen an dieser Stelle vollkommen absurd erscheint. Wer hat die Medien in der Hand? Weil geglaubt wird, dass die Mächtigen ganz andere sein müssen. Weil ihr das Machtsystem immer noch nicht, tatsächlich immer noch nicht verstanden habt, lasst ihr euch lieber weiterhin selbst Gehirn waschen oder ihr fallt immer noch auf das wirkliche Machtzentrum. Ich frag mich, ob der Typ, der das Video gesprochen hat, einverstanden mit den Bildern ist, die da eingeblendet werden, sag ich dir ehrlich. Vibet gar nicht zusammen. Passt nicht. Ist nicht gut. Komm herein. Unter anderem so, wie ich es gleich noch erklären werde. Unser Gehirn ist so komplex, dass es beliebig viele Einfallstore für ein Hacking, wie beim Rechner, gibt, wo sie sozusagen in unsere Prozesse der Urteilsbildung von außen eingreifen können, um die zu manipulieren. Für das gesamte Video benötigst du 1 Stunde und 30 Minuten, wahrscheinlich aber eher 2 Stunden. Das komplette Video findest du in Kürze auf www.medienmanipulation.de/105. Achtung, dieses Video ist nur die Vorschau. Das komplette Video gibt es voraussichtlich am 28.07. Der Bruder macht einen richtigen Film daraus, wa? Ich küsse doch deine Zirbeldrüse. Okay, ey. Also wie gesagt, vieles von dem, was er gesagt hat, würde ich unterschreiben. So. Die Bilder würde ich zu 90% nicht unterschreiben. Da war viel einfach an den Haaren herbeigezogen, meiner Meinung nach. Von dem Gesagten war aber einiges richtig. Also da andere Bilder reinhauen oder gar keine Bilder reinhauen, einfach nur erzählen, wäre auf jeden Fall besser gewesen. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Peace out. Gang.